Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brick Force. Heute, ja, eher eine schlechte Nachricht, würde ich mal meinen. Ja, vielleicht die, die mich auf F erlauben, merken in letzter Zeit, dass ich nicht mehr oft umkomme und ja, meine Abonnenten, habt sich gemerkt, dass keine Videos kommen. Ja, das hat den einfachen Grund, Brickforce kotzt mich so an. Ich werde nur noch von Nades gekillt, es fliegen nur noch Nades, es ist einfach nicht mehr. Ich finde, es ist nicht mehr spielbar, so dass es Spaß macht. Und ja, es ist einfach so, ich logge mich ein, fange ein Spiel an, werde von Nate gekillt, logge mich aus und gehe League of Legends spielen oder irgendetwas anderes machen. Weil so habe ich einfach keine Lust zu spielen. Und ja, es ist einfach nur noch zum Kotzen. Und ich reg mich wirklich jedes Mal auf. Ich habe auch schon mal einen Chat geschrieben. Du Nate Noob, Nate Lappen habe ich geschrieben. Und ja. Ich habe irgendwie einfach keinen Bock mehr. Okay, XP, XP, Fair XP, VIP Lager. Die Map XP. XD, XD wird auch eine XP Map sein. Geld wird, das ist glaube ich keine XP Map. XP Käfig. Tower heißt XP, XP, VIP Lager. Tower heißt, den habe ich schon gesagt. Wieder ein VIP Lager. XP, XP, XP. XP for all und so weiter. Ja, XP Extreme, keine Ahnung, viel Prozent XP. XP Fun, Mega XP, geil, oder? Macht richtig Spaß, hier die Räume durchzuschauen und zu sehen, was für coole Maps das es gibt. So, aber ich join jetzt hier trotzdem mal in einen Raum. Ach, ihr seht hier noch mein neues Outfit. Sieht scheiße aus, ich weiß. Aber ich bekomme dadurch 146% XP. Das habe ich eigentlich nur, ist halt mein XP Outfit. Das trage ich halt einfach. Ich spiele jetzt meist so 8x8 Rollen auf großen Maps, da es da mit den Nades einigermaßen geht. Und ja. So, können wir hier mal joinen. Ich nehme jetzt einfach die Ohren, damit ich ein wenig auf Entfernung bleibe. Okay. Ja, dann was gibt's noch zu erzählen? Ich glaube nicht mehr viel. Ach ja, ich bin noch, ich habe einmal ein 8x8 VIP-Lager ZDF gespielt. Das ging, 16 Minuten war ich da drin. Bekam gegen Ende 4400 XP und 2000 Force-Punkte oder so. Das sind in meinem Level 2%, das ist extrem viel. Das Traurige ist, ich habe dafür mit den Anlassnetz, zwei Anlassnetz und der Orion gespielt. Ja. Und es gab da, also das ist klar, dass dort Netz geschmissen werden. Da verurteile ich auch keiner VIP-Lager. Aber man sieht da einfach, die bekommen, da hat einer irgendwie, oh, kommt einer von hinten, da hat der eine irgendwie auch gleich viele XP und so wie ich, der, ja, eigentlich nur Weltraumnetz gespammt hat, 8 Weltraumnetz, und, ja, das ist halt einfach das Traurige, man braucht keinen Skill mehr, um hier eigentlich zu leveln und eine gute KT zu bekommen. Und so finde ich das Spiel einfach nur beschissen. Muss ich jetzt einfach so sagen. Das Spiel macht zwar extrem Spaß. Ich würde, wenn die Nades nicht wären, da bin ich mir zu 100% sicher. Es wäre mir auch egal, die Tokens, die ich für Nades ausgegeben habe, dass die einfach weg sind, wenn die Nades gestrichen werden. Oder weil die Nades gestrichen werden halt. Oder zumindest müssen sie, sie wurden ja schon mal downgepatcht.
So, man hat jetzt irgendwie nur noch wenige Magazine, aber trotzdem gibt es noch solche, da hat man vier Nets, wie die Weltraum und die Golden Big Bangs und keine Ahnung halt. Drei Seiten. Ja, und halt einfach die gehen ja eigentlich noch, die Weltraums, die sind noch okay, aber da dieses No Gift und Iron Nets, die sind einfach nur noch. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ja, darüber habe ich schon ewig viele Leute aufgeregt. Oh, so trifft er nichts. Ja. Und dann kommen halt auch noch immer solche Geschichten dazu, wie einer ohne Rüstung respawnt, zwei Giftnetze auf dich schmeißt und dann mit der Kondor dich killt. Und du hast Premi Full Life. An sich kann man nicht so sagen, ja, es ist kein Pay-to-Win mehr. Man muss sich einfach gute Nades und eine Kondor kaufen. Und du kannst locker jemanden mit 140 Rüstung killen. Und ja, so etwas eben. Wenn ich dann von so einem gekillt werde, frage ich mich, wieso spiele ich das Spiel überhaupt noch? Man braucht kein Aim mehr, man braucht nichts mehr, man braucht Nades und vielleicht eine Kondor. Und wenn du dann noch Rüstung hast, dann ist es sowieso easy win gegen fast jeden. Und so. Man sieht jetzt hier eine große Map, glaube 8 oder 8. Das macht mir noch einigermaßen Spaß, kommen fast keine Nades. Ist ziemlich, ja, die Teams sind zwar scheiße unfair, aber immerhin kein Nades. Ja, der hat auch die einen Nades, freudig. Oh, hier unten ist einer. Ja, und darum kam in letzter Zeit kein Brickforce Video, weil ich einfach keinen Bock auf das Spiel hatte. Okay. Und ja, ich weiß, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob ich jetzt wieder täglich mache oder einfach mal, wenn ich wieder so einigermaßen Bock habe, was vielleicht nicht allzu viel passieren wird. Aber dieses Video ist jetzt eher, weil ja, ich euch einfach mal ein wenig darüber aufklären wollte, warum kein Brickforce Video kommt. Und ja, das ist eigentlich so der Grund. Wo ist jetzt der? Der kam von hier irgendwo. Da. Oh, habe ich ihn noch im Augenwinkel entdeckt und trotzdem hat er mich bekommen. Pius. Zack. Ja, und dann noch etwas so zum Skype-Account. Ich hatte in letzter Zeit einfach keinen Bock zu skypen. Ich werde da die ganze Zeit in Konversationen eingeladen. Und mich fragen so viele, ob ich skypen will. Und wenn ich dann wirklich meistens so einen Anschiss habe wegen Brickforce, gehe ich dann, ja, habe ich dann irgendwie einfach keinen Bock zu skypen. Und ich kann auch gar nicht sagen, wann ich Bock habe. Ich habe schon ein paar Mal mit mehreren geskypt. Und ja, es kam eigentlich ziemlich gut an. Die haben sich gefreut. Kommen hier gar nicht durch. Aber eben, es ist halt ein wenig nervig für mich. Kannst du mir sagen, wann wir das skypen können? Kannst du mir sagen, wann du aufnimmst? Und ja, am besten versuche ich einfach mir nachzujoinen. Also ich habe in meinem Raum sind meistens irgendwelche Plätze frei. Ich bin noch nicht so der oberfame Typ, dem, wie zum Beispiel Schilling, ich gehe in den Raum und zack, er ist voll. Okay, was macht? Aha. Oh, der lockte sich aus. Der lockte sich aus. Zack. Nein, da kommt noch einer. Den bekommen wir mit der Pistole, das spüre ich. Nein, der springt hier. Lol. Oh, was hat er in der Hand? Was hatte er in der Hand? Okay. Ja, ist okay. Schmeißen jetzt. Ja. Eben, sowas meine ich. Sowas kotzt mich einfach an. Am liebsten würde ich schon wieder rausgehen, einfach weil mich das Spiel jetzt schon wieder so ankotzt wegen diesem Scheiß. Ich meine, der trifft null, hat man vorhin gesehen. Der trifft eigentlich keinen Schuss. Trotzdem bekommt er mich locker down, weil er einfach zwei Nades wirft. Und ich finde, das ist einfach nicht der Sinn von Nades. Ja, sein nicht vorhandenes Aim auszugleichen. Nades finde ich gut für
Ja, zum Beispiel, wenn jemand hinter einer Wand glitscht oder campt oder keine Ahnung, eben hinter einer Stelle campt, wo man fast nicht bekommt, was es eigentlich in Brickforce nicht oft gibt. Ja, aber sicher nicht so viel Damage und dass die direkt explodieren und so weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ich weiß jetzt eben nicht, ob ich täglich wieder ein Video bringe oder ob ich vielleicht jeden zweiten Tag oder kein Plan. Ich hoffe trotzdem, dieses Video hat euch ein wenig gefallen und ja. Dann hoffe ich, ihr schmeißt keine nichts. Meine Prozent haben auch schon ziemlich aufgenommen. 7,66. Jo. Ja. Gut, dann ciao und bis zum nächsten Mal.